erstmal alle, die gekommen sind, auch wenn wir jetzt nicht so viel sind wie bei der letzten, wo wir so um die 2000, 2500 waren. Schön, dass ihr da seid. Ist ja nicht zu wichtig, die Anzahl. Wichtig ist, dass Leute sich bewegen. Wir haben eigentlich, also ich improvisiere nur, weil ich für einen Freund einspringe, deshalb wundert euch nicht, aber ich denke mal, die Inhalte kann ich rüberbringen, die wichtig sind. Deshalb werde ich mich von der festgelegten Rede entfernen. Lest die erste Seite und dann können wir ins freiere Gelände gehen. Und zwar, wir demonstrieren heute hier gemeinsam gegen die Überwachungssysteme und Regierungen und Geheimdienste für die Wiederherstellung unserer Grundrechte. Das ist, denke ich mal, eben klar, weil die natürlich sehr wichtig sind. Weil genau da fängt es an, dass das System die Menschen eben sozusagen in seinen Fängen behält, wenn sie die Grundrechte und Ähnliches auch noch aushöhlen. Weil sehr viel mehr haben wir erstmal nicht. Und der Hashtag ist auch klar, Stop Watching Us, obwohl ich dafür wäre, dass wir eigentlich den Spieß umdrehen sollten und sagen sollten, Start Watching Us and Start Listening Us, because ich denke, wir sollten uns da ein bisschen entparanoidisieren, dass natürlich Überwachung schlecht ist, ist uns klar, deshalb seid ihr hier, aber der Punkt ist, man darf sich da nicht selber sozusagen selbst zensieren, genau. Weil wenn 7 Milliarden Bürger ihren Personalausweis hinschmeißen würden und sagen, bitte lest das mal aus, dann gibt es kaum eine EDV-Anlage, die das auslesen kann, dann ist das schwer zu bewältigen, diese Datenflut. Und man kann als Aktivist zum Beispiel bestens auch im Netz Desinformationen streuen oder eben bewusste Fehlinhalte, um dieses Planspiel oder dieses Spiel, was das ist, das Spiel um die Information und um die freien Informationen vor allem, das kann man ja auch in zwei Richtungen spielen. Und ich will darauf hinaus, dass ihr selber eure Köpfe nicht durch sozusagen etwaige Bedrohungsszenarien, durch Überwachung, durch Chips in irgendwelchen Karten, durch Telemetrie und Flughafenüberwachung und ähnliches sozusagen beschränken lässt. Weil das Wichtigste ist ja, dass die Freiheit in deinem Kopf und in deinem Herz stattfindet, und wenn du glaubst, überall überwacht zu werden etc., dann ist natürlich schon mal deine Redefreiheit stark eingeschränkt durch dich selber. Also ist es wie immer zu allen Zeiten, dass die sogenannte Revolution natürlich in jedem Einzelnen selber beginnt und endet, und wenn 7 Milliarden Leute einen offenen Kopf haben und ein bisschen was tun und jeder ein bisschen mitmacht bei diesen ganzen sehr wünschenswerten neueren Widerständen und neueren Aktivitäten seit unserem jungen 21. Jahrhundert. Jetzt gibt es ja neue Strategien, neue Methoden, neue Menschen. Ich zum Beispiel habe nie Demos besucht früher. Als Künstler mache ich halt ständig Rebo. Aber Demonstrationen fand ich nicht so gut, finde ich auch nach wie vor nicht das Einzigste, aber das ist ein wichtiger Aspekt. Aber das Schöne ist, dass man sieht, dass genau Leute wie ich, die vorher eine andere Art von Widerstand erlebt haben, dann eben zum Beispiel sich auch bei solchen Veranstaltungen integrieren. Und das Familien finde ich immer sehr süß, dass viele jetzt ihre Kinder schon mitnehmen, die dann sozusagen, wenn sie in 20 Jahren die Fotos sehen, schon schön mit irgendwelchen Rebo-Schildchen. Das sind sehr süße Bilder, und das ist eben, so kitschig es klingt, aber sehr wichtig, dieser menschliche Aspekt. Genau wie unsere Kollegen von der Polizei natürlich auch eben Menschen sind, und die machen ihren Job ganz gut. Das dürfen viele Aktivisten nicht vergessen. Das ist genau wie bei den Bedrohungsszenarien, was ich gerade sagte, dass diese Schubladen, die sind auch bei uns. Das dürft ihr nie vergessen, auch wenn ihr echt cool schon aktiv seid und so weiter und so fort. Aber wir sind es halt selbst, und dieses Netzwerk aus Überwachung und aus Gehirnwäsche, was uns da so obturiert wird und eingeimpft wird, das funktioniert ja nur, solange man eben diesen Drops lutscht und man sozusagen diese Glaubensartikel übernimmt, die eben da gesagt wurden. Und ein bisschen selber denken ist sozusagen die Quintessenz oder Pointe, hilft natürlich immer. Und dann sind wir nächstes Mal auch wieder mehr. Also lasst euch nicht schrecken, dass heute nur 300 Leute oder 500 Leute sind. However, danke euch. Weiter so.